Dann würde ich mal einen schönen guten Abend Ihnen wünschen. Wir sind jetzt bei 132 Leuten. Es werden noch einige kommen. Wir werden jetzt erst noch mal kurz von den Initiatoren des Antrags eine Konkretisierung hören, einfach noch mal zusätzliche Informationen und die Möglichkeit an Sie, Verständnisfragen zu dem Antrag an sich zu stellen. Weil, wie gesagt, es geht ja heute um Austausch und Informationen. Guten Abend. Ich hoffe, man versteht mich gut. Mein Name ist Oliver Jenschke und ich habe die Ehre, heute Abend hier den Bürgerinnenantrag vorzustellen. Ich studiere in Gießen und beschäftige mich seit mehreren Jahren mit der Verkehrswende und auch freiwillig in meiner Freizeit einfach gerne mit Stadtentwicklung und Stadtplanung. Und vorweg natürlich schon mal ein Dankeschön an all die Unterstützerinnen, die den Antrag unterschrieben haben und das hier mit auf den Weg gebracht haben. Der Antrag, wie eben schon erwähnt wurde, hat auch den Namen Fahrradstraßen auf den inneren Anlagenringen sowie zwei Fahrradstraßenachsen durch die Innenstadt. Ich werde jetzt ein bisschen kurz was dazu sagen, was wir uns dabei gedacht haben, wie wir dazu gekommen sind, den Antrag zu stellen und den Antrag dann noch mal ein bisschen genauer erklären. Also, wir Antragsteller und Antragstellerinnen sind natürlich unzufrieden mit der Verkehrssituation in Gießen, sonst hätten wir den Antrag nicht gestellt und wollten da das Mittel des Bürgerinnenantrags ausprobieren. Wir glauben, dass die Verkehrssituation in Gießen eigentlich schlecht für alle Verkehrsteilnehmerinnen ist. Selbst im Auto läuft es nicht so gut. Wenn man im Bus sitzt, dann halten einen die Autos auf und wenn man auf dem Fahrrad sitzt, dann steckt man irgendwie fest zwischen den Bussen, den Autos. Und zusammen mit den Fußgängerinnen muss man dann die ganzen Abgase ertragen und den Lärm in Kauf nehmen. Und daran wollen wir was ändern. In Gießen ist das leider so, dass der Anteil des Fahrradverkehrs am Gesamtverkehr sehr gering ist. Selbst unter den Studierenden ist der Anteil derer, die Fahrrad fahren, gerade mal 25%, was ziemlich wenig ist. Dabei müsste das unserer Meinung nach nicht so sein, denn die Voraussetzungen sind eigentlich ganz gut in Gießen. Die Bevölkerungsstruktur ist ziemlich jung und auch die Topografie würde es erlauben, hier sehr viel mehr das Fahrrad als Verkehrsmittel zu benutzen. Ich glaube, es ist den meisten Leuten bekannt, dass die Stadt mehr oder weniger komplett nur auf den Autoverkehr ausgelegt ist. Die Fahrradinfrastruktur in Gießen ist oftmals nicht vorhanden und selbst da, wo sie vorhanden ist, ist es oft so, dass Fahrradwege einfach im Nichts enden. Sie enden an Kreuzungen oder sobald die Straße sich verengt, fällt als erstes der Fahrradweg weg. Und das ist so, dass genau an den Fahrenstellen damit der Schutz der Fahrradfahrerinnen nicht gewährleistet ist. Wir denken, dass das wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe ist, dass so wenig Menschen hier in Gießen Fahrrad fahren und wollen da ansetzen. Fahrradfahren in Gießen ist einfach gefährlich. Das Schlimmste daran ist eigentlich auch noch, dass die Kinder und Seniorinnen davon am meisten betroffen sind. Also die Kinder und Seniorinnen sind überproportional Opfer von Unfällen, was auf dem Fahrrad mit Autos als Gegenpart quasi. So, ich erkläre kurz, warum wir uns den Ring eigentlich ausgesucht haben. Der Anlagenring, der wurde konzipiert, um die Stadtteile in Gießen miteinander zu verbinden und wurde auch ziemlich großzügig bemessen dabei. Allerdings, wenn man ihn sich so heute anschaut, liegt er eigentlich eher wie eine Barriere um die Innenstadt. Er ist in den meisten Abschnitten fünfspurig, teilweise sogar sechsspurig, er ist an fast keinen Stellen nur vierspurig und er grenzt die Kernstadt richtig ab, wie so eine Stadtmauer eigentlich, die drumherum liegt. Bisher dient der Anlagenring vor allem dem motorisierten Individualverkehr. Das bedeutet Leuten in ihren privaten Autos. Was wir in Zukunft wollen und was wir uns wünschen und mit dem Bürgerinnenantrag fordern, ist, dass der Platz auf der Straße gerechter verteilt wird. Da im Moment 100% des Platzes dem motorisierten Individualverkehr gehören, heißt das natürlich, dass eine Umverteilung stattfinden muss, weg vom Auto hin zu Fahrrad, aber auch zu ÖPNV und anderen Verkehrsteilnehmerinnen. Vor allem aber wollen wir auch, dass in Gießen endlich Schluss ist mit den kleinteiligen Maßnahmen. Deswegen haben wir mit diesem Antrag einen etwas größeren Wurf hingelegt, denn wir wollen, dass sich endlich im Großen was ändert und nicht mal hier und mal da was passiert, was im Großen und Ganzen einfach die Wirkung verfehlt, die es haben könnte. Damit wird Gießen eventuell dem Ruf als Stadt der Mittelmäßigkeit gerecht. Aber wir glauben, dass man stadtentwicklungstechnisch einfach hier mehr rausholen kann. Und wir wollen die Stadt nach vorne bringen. Wir haben quasi Visionen für die Stadt, wie die
in Zukunft aussehen soll. Und dazu gehört, dass wir einfach den Ring, so wie er jetzt ist, in Angriff nehmen und umgestalten, sodass am Ende alle Gießnerinnen davon profitieren. Also ich will hier schon mal betonen, unser Antrag soll nicht nur den Fahrradfahrerinnen nutzen, sondern im Ende allen in Gießen. Ich hoffe, dass das am Ende des Vortrages dann auch noch mal ein bisschen rauskommt, warum ich das sage. Was sind so die Hintergründe des Antrages? Also wir befinden uns natürlich in Zeiten des Umbruchs, sowohl gesellschaftlich als aber auch, was das Klima angeht. Die Stadt Gießen hat sich glücklicherweise dazu verpflichtet, bis 2035 klimaneutral zu werden. Das passiert aber nicht von alleine. Wenn wir wirklich dieses Ziel schaffen wollen, müssen wir anfangen, jetzt zu handeln. Und dazu gehört natürlich eine Mobilitätswende. Und wir wollen damit heute schon anfangen. Wir hätten damit eigentlich schon vor Jahren anfangen müssen, denn die Zustände in Gießen sind einfach miserabel. Es ist nicht angenehm, sich in der Stadt aufzuhalten, und das liegt zu großen Teilen an der Verkehrsführung. Aber ich will nicht nur vom Klimawandel und Klimaschutz im Großen und Ganzen reden. Ich finde immer, Klimaschutz, das ist mehr als irgendwelche CO2-Äquivalente oder sowas. Klimaschutz passiert vor der Haustür. Und deswegen wollen wir hier auch lokal in der Stadt etwas ändern. Dazu hat die Stadt auch schon mittlerweile erkannt, dass die Innenstädte ziemlich am Kochen sind und sich das Stadtklima zunehmend verändert. Die Stadt Gießen hat hierzu einen Stadtplan rausgebracht, der die Hitze-Hotspots in der Innenstadt abbildet. Wir sehen hier auf dem Plan die roten Bereiche. Das sind Gebiete, die hoch bis sehr hoch durch die Hitze belastet sind. Und auch die gelben Gebiete sind mäßig bis hoch belastet. Also wir sehen eigentlich überall ist die Belastung ziemlich hoch in der Innenstadt, was die Aufenthaltsqualität massiv mindert. Wir finden aber auch, dass so ein Stadtplan nicht die Antwort auf dieses Problem sein kann. Zumindest auf keinen Fall alleine. Es reicht nicht, ein paar Quellen und Parks anzugeben. Wir brauchen jetzt echte Lösungsansätze, damit wir in Zukunft nicht irgendwie No-Go-Areas in der Innenstadt haben, wo sich eigentlich keiner mehr aufhalten will und kann, weil es 45 Grad sind und der Asphalt brennt. Aber nicht nur das Klima ist im Wandel, auch die Struktur der Städte verändert sich zunehmend. Die Struktur des Gewerbes verändert sich, und das liegt unter anderem daran, dass die Menschen halt nicht mehr schnell in die Stadt gehen, um einfach eine Besorgung zu machen. Die fahren da nicht schnell hin, gehen was kaufen und fahren wieder nach Hause. Wenn sie das machen wollen, wenn sie schnell was besorgen wollen, dann machen sie das meistens online. Das bedeutet, dass die Innenstädte vor enormen Herausforderungen stehen. Wir finden, dass unser Antrag darauf aber auch Antworten gibt. Die Innenstädte können nur überleben oder weiter attraktiv bleiben, wenn sie ihre Aufenthaltsqualität massiv steigern. Dazu gehört, dass sich etwas an der Stadtplanung ändert, wie wir sie bisher kennen. Wir finden nicht, dass die Antwort auf den Strukturwandel in den Innenstädten einfach sein kann. Wir wollen noch mehr Parkhäuser, wir wollen noch eine Tiefgarage unter dem Pranzplatz, wie wir es bisher von Seiten der Stadt von manchen Teilen gehört haben. Netterweise hat die Stadt Gießen dazu auch diesen schicken Plan hier veröffentlicht, ich glaube letztes Jahr, in dem sie damit wirbt, dass es in der Innenstadt 6.000 Parkplätze gibt. Diese über 6.000 Parkplätze verteilen sich auf 11 Parkhäuser, die unmittelbar in der Innenstadt liegen. Wir finden, wenn 11 Parkhäuser und 6.000 Parkplätze nicht reichen, um Menschen in die Innenstadt zu locken, dann wird auch kein 12. und auch kein 13. Parkhaus dies schaffen. Was wir brauchen, sind Visionen und echte Ansätze, die es schaffen, die Innenstadt wieder attraktiv zu machen, nach vorne zu bringen und so zu gestalten, dass wir hier gerne wohnen und leben möchten. Dabei geht es auch darum, dass die Innenstadt ohne Auto gut erreichbar sein muss. Deswegen einmal natürlich die Achsen mit dem Fahrrad, die in die Innenstadt führen. Und wir werden später auch noch darauf zu sprechen kommen, die Stärkung des ÖPNVs im Allgemeinen, der natürlich nicht zu vernachlässigen ist. Auch die Betreiber von dem Gewerbe haben das teilweise erkannt. Hier zum Beispiel, ich hoffe, Sie können das lesen, wenn nicht, können Sie im Vollbildschirm die Präsentation sich auch anschauen. Das Center Management des Neustädter Tors, die haben 2018 im Bauausschuss vorgesprochen und verlangt, dass das Neustädter Tor besser an die Fußgängerzone angeschlossen wird. Also die fordern nicht etwa Parkplätze, die wollen keine Straßen, sondern die wollen, dass Fußgänger dahin kommen. Denn sie wissen, es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass Fußgänger und Radfahrerinnen positiv sich auf das Stadtbild ausüben und gerne auch mal in die Läden gehen, um da was sich anzuschauen und zu kaufen, und zwar viel häufiger als Autofahrer das tun.
Man sieht, am Neustädter Tor ist das größte Parkhaus in Gießen mit 1100 Stellplätzen und trotzdem stehen die immer wieder kurz vor der Pleite. Also es kann nicht einfach die Lösung sein, zu sagen, wir brauchen mehr Autos, wir brauchen mehr Straßen und Parkplätze. Was wir brauchen, sind umfassende Lösungen. Noch ein Beispiel in die Richtung. Karstadt hat auch ein eigenes Parkhaus, hat ihnen bisher auch nicht wirklich viel gebracht und ist auch einfach nicht schön anzusehen. Sind die Innenstädte also gefährdet? Ja, kann man vielleicht schon so sagen. Allerdings nicht durch fehlende Anbindung, sondern eher durch die versäumten Entwicklungen in der Vergangenheit. Wir wollen die Attraktivität der Innenstädte steigern und wir wollen natürlich auch das Innenstadtklima verbessern, weil in den Innenstädten gehen nicht nur Leute einkaufen, sondern die wohnen da auch und die bewegen sich da im Alltag und das muss erträglich sein. Im besten Fall sollte man es sogar genießen können. Außerdem soll die Erreichbarkeit für alle verbessert werden. Wir wollen niemanden zurücklassen. Es gibt auch in Gießen positive Beispiele dazu. Die Leute, die schon länger in Gießen wohnen, kennen das wahrscheinlich. Die Blockstraße von früher, da waren Autos. Es gab viele Leerstände und das Stadtbild war einfach nicht schön. Das Ziel damals war, die Autos da rauszubekommen und Gastronomie zu schaffen und eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Die Leute, die das damals gefordert haben, die wurden ausgelacht und als Spinner bezeichnet. So wie wir das vielleicht in der Zeitung von manchen Menschen auch da als Spinner bezeichnet wurden oder unser Antrag als Hirngespinst bezeichnet wurde, wie auch immer. Heute würde sich die Blockstraße, glaube ich, niemand mehr in den Zustand zurückwünschen, die sie mal war. Die Blockstraße besitzt Strahlkraft in die ganze Innenstadt und da ist heute hochwertiges Gewerbe und Gastronomie und die Aufenthaltsqualität hat sich enorm verbessert. So, ich sage jetzt was zum Antrag konkret. Und zwar fordern wir 2 Richtungsfahrradstraßen auf den inneren Fahrspuren des Anlagenrings. Ich betone nochmal, dass es die inneren Fahrspuren sein sollen. Zu den Fahrradstraßen gehören natürlich sichere Querungspunkte, weil man muss ja irgendwie da drauf und runter kommen. Wir haben es trotzdem mal mit reingeschrieben, nicht, dass das am Ende vergessen geht. Also hier auf dem Plan, in grün eingezeichnet, auf dem Anlagenring, die Fahrradstraße, die einmal drumherum führen soll. Dann der zweite Kernpunkt unserer Forderung sind die Innenstadtachsen. Wir wollen, dass Fahrradstraßen von den neuen Bäuen zur Neustadt über den Marktplatz gebaut werden, eingerichtet werden. Und wir beantragen mit dem Antrag, dass von der Bahnhofstraße über den Marktplatz und der Waldtorstraße eine Fahrradstraße entsteht. Auf diesen Fahrradstraßen soll eine Einbahnstraßenregelung gelten, nach dem Vorbild der Neustadt. Das heißt, dass Bus und Fahrrad weiterhin in beide Richtungen fahren dürfen. Warum wollen wir das? Das hat vor allem mit den neuen Bäuen zu tun. Oder an den neuen Bäuen lässt sich das gut veranschaulichen. Jeder, der da öfters unterwegs ist, kennt das wahrscheinlich. Da fahren die Autos rein und fahren ungefähr bis auf die Höhe von Klatschmohn oder der Post auf der Suche nach Parkplätzen. Und dann sehen sie, dass da kein Parkplatz auf der Straße frei ist. Und dann wenden sie und fahren da ein bisschen hin und her, halten dabei die Busse auf und gefährden die Fahrradfahrer und Fußgängerinnen bei ihren Wendemanövern, um dann wieder aus der Stadt rauszufahren. Das wollen wir verhindern durch zum Beispiel eine Einbahnstraßenregelung. Das Ganze ist angelegt als einjähriges Verkehrsexperiment und soll spätestens 3 Monate nach Annahme dieses Antrags etabliert sein. Zu dem Antrag gehört natürlich auch, dass die Öffentlichkeit informiert wird, und zwar spätestens alle 2 Monate über die entwickelten und umgesetzten Maßnahmen. Das nächste Bild soll nochmal verdeutlichen, wie wir uns das vorstellen. Halten Sie sich einfach, wenn ich jetzt vom Ring rede, versuchen Sie sich einfach mal vorzustellen, wie der Ring, wie Sie den so kennen, wie der so da liegt, diese 5 bis 6 Spuren, die um die Innenstadt führen, und kommen Sie mit mir mit. Hier zum Berliner Platz. Wir sehen hier das Rathaus und hier ist das Kino und hier sind unsere Innenspuren. Und in Rot auf diesen Innenspuren sind die Fahrradstraßen eingezeichnet. Die sollen in beide Richtungen verlaufen und haben dann hier einen Abzweig Richtung Innenstadt, wo die eine Achse verlaufen wird. Auf der anderen Seite der Straße ist die Außenspur. Die Außenspur ist nicht Teil unseres Antrags. Hier können weiterhin Autos fahren. Im Prinzip liegt es nicht an uns zu entscheiden, was mit den Außenspuren passiert. Hier müssen Profis ran, am besten von einem Planungsbüro, die durchrechnen, wer von wo nach wo fahren will und wie der Verkehrsfluss ist. Und die dann entscheiden, welche Lösung die perfekte Lösung für die restliche Aufteilung der Fahrspuren ist. In dem nächsten Slide möchte ich Ihnen einmal zeigen, dass auf dem Anlagenring genug Platz für alle Verkehrsteilnehmerinnen wäre, wenn wir den Platz einsetzen. Hier sind die Fahrradstraßen eingezeichnet, wieder in Rot, mit dem Hinweis 6 Meter. Das heißt, die sind jetzt 6 Meter breit. Für eine Fahrradstraße ist das schon ziemlich breit. Also das ist schon so die Deluxe-Version einer Fahrradstraße. Sie sehen hier, dass mit diesen 6 Metern aber keinesfalls komplett ausgenutzt ist.
Hier habe ich in Blau auch noch eine mögliche Busspur zum Beispiel eingezeichnet, die 4 Meter breit ist und die noch locker Platz hätte, auch auf der inneren Seite des Anlagenrings, wenn man so will. Und der restliche Anlagenring hier in diesem Bereich ist immer noch 12 Meter breit. Das heißt, anders ausgedrückt, könnte man hier auch einen Linienbus neben 3 Porsche Cayennes stellen. Die hätten da alle Platz. So, das ist vielleicht nicht unbedingt das, was wir wollen, aber das ist nicht Teil unseres Antrags. Wir wollen die Fahrradstraße in 2 Richtungen auf dem Innenring. Und ich möchte damit vor allem darauf hinweisen, dass unser Antrag allen nützt, weil durch dieses Aufbrechen des Anlagenrings jede Menge Platz frei wird. Und dieser Platz, der kann neu umverteilt werden. Und das ist, finde ich, eine der großen Stärken unseres Antrags. Und deswegen werden auch alle Gießnerinnen davon profitieren. Wir könnten die Bürgersteige breiter machen. Wir könnten eine Busspur etablieren. Wir könnten Grünflächen schaffen, was auch immer. Und wir können all das im Moment nicht, weil wir den motorisierten Individualverkehr bevorzugen und ihm 100% des Platzes zur Verfügung stellen. Ich habe noch ein weiteres Bild, damit Sie es mir auch wirklich glauben. Hier ist nochmal der Anlagenring im Bereich des Neustädter Tors. Hier ist das Neustädter Tor. Hier ist der Bahnhof Oswaldsgarten. Ich zoome mal ein bisschen rein. Auch hier wieder Fahrradstraße, 6 Meter Breite. Daneben wäre zum Beispiel Platz für eine Busspur. Und hier ist noch fast eine ganze Spur frei. Die andere Seite ist natürlich nicht angetastet. Also der Platz ist da. Wenn wir wollen, dann können wir das Ganze so gestalten, dass alle davon profitieren. Damit Sie sich noch besser vorstellen können, nochmal ein Foto. Und damit Sie mir auch glauben, dass das wirklich Spuren sind. Also wir sehen hier die 3 durchgehenden Spuren. Hier kommt dann noch eine 4. Spur dazu. Aber ja, hier sind nochmal 2 Spuren. Also sind meistens 5 Spuren. In ganz wenigen Bereichen sind es 4 Spuren nur. Und in vielen Bereichen sind es aber auch 6 Spuren, die dann nebeneinander liegen. Wenn Sie sich das selber nochmal anschauen wollen, können Sie ja nachher einfach mal in Google Maps oder sowas gucken. Mit dem Satellitenbild sieht man das alles hervorragend. Was wir nicht wollen, sage ich mal gleich vorweg, ist, dass diese Fahrradspuren hier irgendwie aufgesplittet werden und irgendwie in eine Richtung jeweils eine gelegt wird, also eine rechts in die eine Richtung, eine links in die andere Richtung oder ähnliches. Das hat vor allem mit Sicherheitsgründen zu tun. Die häufigsten Fehler auf Seiten der Autofahrer in Unfallsituationen mit Fahrradfahrern sind nämlich falsches Abbiegen und Wenden, Einfahrten und Ausfahrten. Damit wollen wir dieses Problem umgehen. Weil stellen Sie sich mal vor, wenn jetzt auf jeder Seite auch ähnlich einem Fahrradweg, eine Fahrradstraße verlaufen würde, dann müssen alle Menschen, die rechts abbiegen und vom Ring runterfahren wollen, diese Fahrradstraße kreuzen. Das wäre jedes Mal ein Konfliktpunkt. Außerdem müssten die Busse, um an die Bushaltestellen heranzufahren, auch jedes Mal die Fahrradstraßen kreuzen. Und um auf den Ring wieder aufzufahren, müssten sie wieder kreuzen. Und wir wollen den Busfahrern diesen zusätzlichen Stress eigentlich nicht zumuten. Und schon gar nicht wollen wir die Fahrradfahrerinnen dadurch in Gefahr bringen, wenn es sich durch eine andere Lösung vermeiden lässt. Nämlich so eine Lösung, wie wir sie präsentieren, mit der Führung nach innen. Hier müssen kaum Autos die Fahrradstraße kreuzen, da der Verkehr in die Innenstadt hinein heute schon stark reduziert ist. Ich habe es eben schon mal angedeutet, wie die Spuren außen in Zukunft verlaufen. Das ist nicht Teil des Antrags, wir haben aber verschiedene Ideen dazu. Einerseits denkbar wäre eine Zweirichtungslösung, dass die Autofahrer in beide Richtungen auf den Spuren hier fahren können. Dafür musste einiges umgestaltet werden und dann würden aber ganz normal die Autos hier in eine Richtung fahren und auf der Gegenspur in die andere Richtung, wie gehabt, halt nur auf weniger Spuren. Es gibt aber noch die zweite Idee, das Ganze als Einbahnstraße zu regeln, was ich persönlich auch auf jeden Fall sehr überlegenswert halte. Der Vorteil einer Einbahnstraßenlösung, die Autos könnten nur noch in eine Richtung hier fahren, ist vor allem in den Kreuzungsbereichen. Wenn Autos nur noch in die eine Richtung hier fahren, fallen alle links abbiegenden Autos weg. Das heißt, dass hier eine komplette Ampelphase eingespart wird. Das Einfädeln der Autos nach rechts ist meistens ziemlich unproblematisch. Das ist meine persönliche Meinung, aber ich glaube, das müsste ausgerechnet werden von Profis. Ich denke, dass der Verkehrsfluss dadurch zunehmen würde. Also es fließt einfach alles besser ineinander und dadurch die Fahrzeiten sich nicht verlängern würden. Das ist aber etwas, was geprüft werden muss und wo man keine Schnellschüsse machen sollte. Betonen will ich einfach, dass wir die inneren Fahrspuren hier beantragt haben als Fahrradstraße. Hier noch ein kleines Beispielbild, wie das so aussehen könnte mit einem Zwei-Richtungsverkehr für die Autos.
auf dem Anlagenring. Hier hat die Stadt während der Baustellen auf dem Anlagenring relativ schnell temporär Ampeln gestellt und hier temporäre Markierungen aufgemalt, auch sogar da hinten sogar einen Durchbruch durch den Mittelstreifen, damit hier die Autos in beide Richtungen fahren können. Wir stellen uns das ähnlich vor, sollte es zu einer Zwei-Richtungslösung kommen, nur dass die Autos dann auf der Außenseite fahren würden und hier auf der Innenseite die Fahrradstraße verliefe. Was ich damit sagen will, ist, wenn man es will, dann ist es möglich, das so einzurichten und auch schnell. Was erhoffen wir uns durch den Antrag? Wir wollen, dass weniger private Autos unterwegs sind. Wir wollen, dass mehr Menschen das Fahrrad nutzen und den ÖPNV und auch zu Fuß gehen. Von all dem versprechen wir uns mehr Lebensqualität für alle und eine attraktivere Stadt. Man muss es auch mal so sehen. Je weniger Menschen in ihren Autos sitzen, weil sie zum Beispiel Fahrrad fahren oder ÖPNV benutzen, umso besser sind die Bedingungen für all die Menschen, die auf keinen Fall auf das Auto verzichten können. Dazu gehören Rettungsdienste, dazu gehört auch der ÖPNV selbst, dazu gehören Menschen mit Handicap oder auch gewerbliche Verkehrsteilnehmer oder Lieferdienste. Alle diese würden profitieren, wenn wir den Verkehrsanteil, der sich vermeiden lässt, raus aus dem Auto holen und drauf aufs Rad oder ÖPNV bringen. Also, wir wollen kein weiter so. Wir wollen Schluss mit der Perspektivlosigkeit. Wir wollen echte Maßnahmen, die umfassend sind. Dazu muss ich auch sagen, die Fahrradstraßen müssen natürlich in ein größeres Konzept auch noch eingebettet werden zukünftig. Aber wir müssen heute anfangen. Wir können nicht darauf warten, dass irgendwie ein Konzept für ganz Gießen vom Himmel fällt und sich von alleine umsetzt. Wir müssen heute anfangen, das selbst umzusetzen, damit in Zukunft was passiert und wir nicht in 10 Jahren dastehen, wo wir heute noch stehen. Der Anlagenring muss aufgebrochen werden. Die Barriere um die Innenstadt soll aufgelöst werden. Es soll einladend sein. Es soll allen Gießnerinnen nützen und nicht nur den Autoverkehr irgendwie durch stockende Bedingungen hier drumherum leiten. Wir wollen insgesamt den Verkehr verringern. Wer fahren muss, der wird besser durchkommen in Zukunft, wenn wir die Konzepte anpassen. Und was ich auch noch mit auf den Weg geben will, lasst uns schnell handeln. Denn es gibt jetzt Fördergelder, es gibt in Zeiten, wo die Diskussion um den Klimawandel so groß ist, Fördergelder. Und deswegen ist kein Grund zu zögern, sondern es ist eher ein Grund mehr, jetzt sofort anzufangen zu handeln. Das war es erstmal von meiner Seite. Vielen Dank. Ich freue mich auf Fragen und Diskussionen, die jetzt kommt und gebe jetzt erstmal wieder zurück. Ich finde den Vorschlag sehr interessant. Ich denke, was auf jeden Fall noch etwas genauer herausgearbeitet werden sollte bei dem Vorschlag, ist einmal das ganze Thema Sicherheit. Das heißt, wo sind tatsächlich nachher die Haltestellen angesiedelt und wie kann es vermieden werden, dass der Bus die Fahrstraßen tatsächlich quert? Weil wir ja Haltestellen haben. Die Tür ist bei dem Fahrzeug immer auf der rechten Seite. Das heißt, wir brauchen auf der rechten Seite Ausstiegshaltestellen. Wir brauchen die Möglichkeit, ab 1.1.22 sogar verpflichtend eigentlich, einen barrierenfreien Zugang zum ÖPNV. Den müssen wir sicherstellen, sodass wir mit einer Fahrspur in der Mittellinie in Mittellage vielleicht nicht unbedingt hinkommen würden. Wichtig wäre mir auch noch das Thema Sicherheit, weil unsere Fahrzeuge natürlich sehr groß sind und wir wollen den Radverkehr schützen. Wir wollen, dass es nicht zu gefährlichen Situationen kommt, auch wenn wir rechts abbiegen, auch wenn wir hinter dem Fahrrad herfahren müssen, kann es zu schwierigen Situationen und gefährlichen Situationen kommen. All dies sollte bei einer genaueren Begutachtung natürlich dann noch berücksichtigt werden. Ganz besonders schwierig und kritisch ist die Situation auch am Marktplatz. Hier haben wir ja heute schon Fußgänger, die alle Bordsteine nicht sehr hoch ist, ohne zu achten, auf die Fahrbahn treten. Wir haben den Busverkehr hier, wir haben Fahrradfahrer hier. Wenn dieser Bereich mehr Fahrradfahrer hinzukommen, kann es ja auch zu gefährlichen Situationen kommen. Ich denke, das müsste alles genau untersucht werden. Und hier muss es zu einer Lösung kommen, die vor allen Dingen sicherstellt, dass sich die schwächeren Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden und für die Busfahrer die ganze Situation auch noch handelbar ist.
Insgesamt wünsche ich mir natürlich für den ÖPNV, das ist ja aber auch schon angeklungen, dass er nicht verlangsamt wird, sondern im Gegenteil weiterhin beschleunigt wird. Also uns wird es nur gelingen, zusätzliche Fahrgäste zu gewinnen, wenn wir attraktiv sind, wenn wir kurze Reisezeiten haben, wenn wir die Umsteigebeziehung einhalten können, wenn wir im schlimmsten Fall hinter einem langsamen Fahrrad herfahren müssten und das über eine längere Strecke, dann kann das für uns nachteilig sein. Und das ist, glaube ich, nicht im Interesse, dass der Busverkehr unter den Fahrradstraßen leidet. Das soweit von meiner Seite. Ich kann auch direkt an Sie anknüpfen. Sie haben das eben gerade so schön betont und das könnte ich auch noch mal gerne aufgreifen. Ich glaube, allen, die hier dabei sind, dabei waren, rezeptiv, ist gemeinsam, dass sie eine lebendige Innenstadt wollen. Wie die Wege dahin sind, im wahrsten Sinne des Wortes, ich glaube, da gibt es eben sehr unterschiedliche Auffassungen. Und was mir auch, dass diejenigen, die große Bedenken oder Ängste haben gegen diesen Verkehrsversuch Innenstadtring, dass sie auch so Bilder stellen, die der Realität entsprechen, weil es manchmal so rüberkommt, als würde der Innenstadtring ganz sogar für den Autoverkehr gesperrt und als würden unsere Parkhäuser geschlossen. Nein, es geht ja um eine gerechte, eine andere Aufteilung des Verkehrsraums. Und es geht nicht gegen den Individualverkehr, sondern es geht für mehr Lebensqualität. Ich glaube, das ist hier auch noch so gesagt und geschrieben worden. Und auch die Bilder, die gestellt werden mit den Staus, da möchte ich nur das Gegenbeispiel anführen. Diese ganzen großen Bedenken gab es auch, als die Ostanlagenunterführung beseitigt worden ist, dass sich Staus bilden würden bis zum Berliner Platz. Nicht der Fall. Und von daher denke ich, lohnt es sich, darüber mal nachzudenken und auch solche Ängste und Bedenken, die es gab bei der Umgestaltung Blockstraße oder solche Ängste und Bedenken, die es noch weiter zurückliegend gab bei der Umgestaltung des Deltas Wegs von einer Autostraße mit Parkplätzen hin zur Fußgängerzone. Ich glaube, wir alle würden teilen, dass wir damit unsere Stadt sehr aufgewertet haben und unsere Innenstadt auch damit sehr gestärkt haben. Und auch wenn wir so überlegen, in welchen Städten wir uns gerne aufhalten, Münster ist genannt worden, Nürnberg ist genannt worden, auch. Wir in diesen wollen ja die Welt nicht neu erfinden. Wir wollen neue Wege gehen. Das ist zumindest auch meine Auffassung. Und ich nehme die Ängste und Bedenken sehr ernst. Und deswegen finde ich das auch sehr sinnvoll, Versuch zu starten. Denn den kann man dann auswerten und aus dem kann man dann am Ende lernen. Und vielleicht abschließend noch zur Verkehrsentwicklungsplanung. Ja, Verkehrsentwicklungsplanung, aber die enthebt uns heute schon zu handeln. Dafür möchte ich auch plädieren, denn es entsteht ja im Moment auch schon einiges Neues. Zum Glück auch vieles, was den Fahrradverkehr stärkt. Und das wäre eine weitere Maßnahme, die nicht die Verkehrsentwicklungsplanung abgeschlossen ist. Und gerade in der letzten Sitzung der Verkehrsentwicklungsplanung hat das Büro unterstrichen gesagt, der Innenstadtring hier in Gießen ist ja absolut. Und was sie angeschlossen haben, haben gesagt, sie sind ja eine Stadt mit Wissen und Innovation. Ich denke, ich habe es so gesehen, das war ein Wink mit dem Zaunpfahl. Gehen Sie neue Wege und gucken Sie als junge Stadt und auch als lebendige Stadt, dass Sie neue Wege gehen. So zumindest würde ich das verstehen und so würde ich auch plädieren, dass wir diese neuen Wege gehen. Kurze Anmerkung, warum die Fahrrad kurz sein und direkt sein und deswegen auch der Anlagenring. Und es gibt auch Strecken, bei denen man den Anlagenring nicht umgehen kann. Ich will Sie jetzt nicht langweilen mit meinen Strecken, wo ich mein Leben fürchte, wenn ich ein Stück Anlagenring fahre, aber direkte Strecken und direkte Anbindung auch für den Fahrradverkehr. Ich denke, wir sollten mutig sein, sollten die neuen Wege gehen und ich wäre dann wirklich sehr gespannt, wenn wir uns dann wieder treffen
nach der Evaluation oder mit der Evaluation und dann Meinungen austauschen, weil, wie gesagt, wir alle wollen unsere Innenstadt stärken, erhalten, lebendig, vielleicht sogar noch lebendiger machen und das eint uns und dann seien wir doch mutig. Ich sage ein ganz großes Dankeschön nochmal an Frau Böckel, auch an Herrn Wassenier, der hier im Hintergrund sitzt und noch viel Arbeit hat mit dem Protokoll. Ich kann mich nur Kardinal Marx anschließen. Videokonferenzen machen mir bedingt Spaß. Ich hätte es schöner gefunden, wenn wir uns gesehen hätten, erlebt hätten. Es wäre bestimmt für die Diskussion noch fruchtbarer gewesen, aber wir haben mindestens diese Möglichkeiten genutzt, die Technik uns bietet. Vielen Dank auch allen, die sich beteiligt haben. Das Thema ist ja damit nicht zu Ende. Es hat jetzt gerade angefangen. Und da können wir gespannt sein, wie es weitergeht. Danke. Ja, vielen Dank und einen schönen Abend Ihnen alle.